Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Der Sandmeister sich angeschlossen hat. Der gute Sandmeister. Emperor Seorg, Self-Defense Force Captain, Eupharius the Seventh, reporting for duty. It's a pleasure to have you. Well, I guess our work is done. Thanks to you, we can now call upon the Sheoks for aid. That just leaves Sane's group. I wonder how they're faring. Their operation remains underway, Mom. In fact, I was just about to return to the Empire to check on their progress. Have I leave to depart? Nur zu, dann wechseln wir mal die Perspektive. Jetzt kommt der zweite Handlungsabschnitt. I'll return with good news as swiftly as possible. Weil aktuell liefen gerade zwei Handlungsstränge. Wir haben uns gerade den von Noah angesehen, dass wir die rekrutieren sollen. Jetzt gucken wir uns den von Sane an, der im Chaldäischen Reich seine Heimat ein bisschen Unruhe stiften soll, weil dort wurde der Kaiser umgebracht. Der wurde ermordet. Und da will sich jetzt jemand auf den Thron setzen, der nicht ganz so cool ist. Und deshalb wird da ein bisschen Unruhe gestiftet. Oder alles ein bisschen verzögert. Auf Zeit spielen. Das sieht aber eher nach Rückblende aus. Lieutenant? Will you attempt to see your father, sir? As the Duke's men are certain to be watching, it will require sneaking in. Another time, perhaps. How goes our progress in the mean? Second Lieutenant Valentin has been using his extra time here to scout locations. He's chosen a safe house in Lowtown, on the west side of the city. Shall we join him? Klingt gut. Ist das sein Bruder, der hier verstorben ist? Skulptur der vier Rosen. Er hat immer von seinem Bruder gesprochen, aber so wie es aussieht, ist sein Bruder verstorben. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt in dem Abschnitt, ob man da auch Helden rekrutieren kann. Mit ihm. Is there something you need, young man? Scheinbar nicht. Also hier sind so ein paar Charaktere, so wie der hier, der Clark. Wenn er auch noch vertont ist, kann man ihn bestimmt rekrutieren. Aber das ist dann wahrscheinlich erst so weit, wenn man mit Noah hier aufschlägt. So, gucken wir mal in die Schmiede rein. Mal ein bisschen Geld investieren. Bang, bang, bang. So.
Ansonsten ausrüstungsmäßig, die sind 34. Kann mal gucken, Ausrüstung. Ich hätte mal hier ein bisschen leer machen sollen. Sieht nicht so geil aus, die Rüstung, aber okay. Können wir noch ändern, das kriegen wir wahrscheinlich hin währenddessen. So, jetzt wieder runter. Und dann bin ich mal gespannt, ob wieder ein bisschen gekämpft wird. Was sind das für ein Zeichen? Wo soll ich denn da hin? Oder muss ich runter? If we're going to Lowtown, sir, that's... Okay, ich hab doch nichts gesagt, Hildi. Sorry. Er sieht auf jeden Fall kalt aus hier. Ach, da geht's runter. Okay. Jetzt sehe ich das erst. Hier geht's lang. Okay. Ist das aber Osten erstmal? Die Unterstadt. Ja, wollte ich aber erstmal nach Osten gehen. Um dann nach Westen zu gehen. So where's this safe house? The second lieutenant said we'd know once we got there. Das sind sehr gute Hinweise, sowas liebe ich ja. Ich habe gerade ein paar tolle Ohren ergattert. Hey Kumpel, suchst du nach einem echten Nervenkitzel? Ich habe genau, was du brauchst. Ein scharfes Schweineohr, um die Hitze aufzudrehen. Was dachtest du, was ich anbiete? Beholst teilst du mich nur nach meinem Aussehen? Ich bin Koch, Kumpel. Vielleicht überzeugt dich das hier. Scharfes Schweineohr. Lecker Schmecker. Wobei ich Schweineohr nur als Gebäck kenne. Ein richtiges Schweineohr kann ich mir nicht vorstellen zu essen. Hoppla, Verzeihung, hallo. Ich war gerade dabei. Okay, sie kriegt von ihr auch ein Rezept. Ja, okay. Nehme ich mit. Zwei Rezepte. Ist einfacher als rekrutieren. Sehr subtil, ja. Sehr subtil auf jeden Fall. Schön im Hinterzimmer. Do it just like we discussed. Those pursuers might not be far behind. Leave it to us, Val. If someone don't belong, we'll sniff them out a league away. Huh? Say, ain't you that rich Kessling kid? Sorry, no. All right, I get it. Well, no worries, stranger. Any friend of Val's is a friend of ours. I'll be seeing you. You both made it. Good. Who were those lovely chaps?
Oh, just some old companions. Just because I made it into officer school by the skin of my teeth doesn't make me any less of a lowtowner. Some around here still look up to me. What's this about pursuers? If you mean is anyone after us, then yes, I'm sure they are. But we were discussing something else. I pulled strings at the Intelligence Bureau to find out which factions have ill feelings about Aldrich's power grab. But ill feelings or no, no one's willing to openly oppose him. Not even General Goldwyn? Nope. No question how he feels, but without proof of who offed the Emperor, he's not ready to move. Aldrich dispatched General Goldwyn to Eucris just before the assassination, so he might quickly solidify his power base here. Was hat dieser Aldrich an sich, dass ihm keiner widerspricht? Der muss doch irgendwas in der Hinterhand haben, dass der so mächtig ist. The Duke's has been thorough. Yes, indeed. But not completely so. I have a lead. Do tell. Paul, bring him in. Yeah. It's all right. They're friends. My name is Sane Kessling. And who are you? Das frage ich mich auch. Call me Ivy. Yalu, sir. Gut, diesen Namen werde ich nie aussprechen, laut. These girls are your lead. Yep. And they've got one head spinner of a tail. So the two of you escaped from Aldrich's Runelens research facility. Yes, sir. My people and I were taken from our village against our will. I'd no hope of escape, let alone returning home. But then Ivy here came to my rescue. I was working at the facility as an engineer, but no one ever talked about what went on in the back of the place. And since being left in the dark gets me steamed, I decided to poke around and find out. Based on her description, Miss Yelu's village sounds like it's part of the Norsfarian territory that was ceded to the Empire. Is it possible your people were the whole reason Aldrich sought its annexation? All I know is that the Chaldeans were trying to search the nearby rune barrow, sir. But I did hear him say they ran into trouble with the Guardians. If I had to guess, I'd say they found our village purely by chance. As for why they abducted us... Was macht ihr? That's the same power as a rune lens. But where's the lens? Ah. Some of us villagers, like my brother and myself, are born with the power of rune lenses inside us. Mm-hmm. That terrible mask lady working for the Empire picked up on it and immediately had us all locked up. Wait, hang on. They locked up the entire village. Yes. My mother, my father, even my little brother. Forced internment? But why? Zu mächtig. Obviously not for anything good. When I heard all this, I figured others needed to know. So I went and sprung Yelu from the facility. But there was only room in my tool chest to smuggle her or her brother out. Couldn't do both. He stayed behind so I could escape. We managed to shake the Duke's pursuers. Next thing we know, we'd wound up here. We came across them not far from here while hiding the rune tank. Although, we nearly had a situation with Ivy and her rune arms when she thought we were Imperial goons. And I'm still sorry about that! No worries. Though we wouldn't want to tangle with your arms again anytime soon. I know. I goofed. Please, sir. My family and the other villagers need your aid.
Will you help them? Mhm. Bestimmt machen wir das. What do you say? If the Duke's actions violate Imperial law, we might be able to turn the tide by making this affair public. Also. Also? Mhm. The Imperial Army I know would never stand for this kind of behavior. He's acting like a damn tyrant. Now that's the spirit. So long as we're committing treason, might as well make it mean something. Okay, das klingt doch ganz spannend, was hier gerade abgeht. To infiltrate the Duke's research facility, rescue the villagers, and expose this whole mess, right? Not quite. My apologies, Yelu. We may not be able to free your people right away. It may have to wait until we can make the Duke's actions public. I'll take whatever help I can, sir. Thank you. We can take the rune tank, most of the way to the facility. I hid her over on the east side of town. Let's head there first. Ich habe ihn auf der Ostseite der Stadt versteckt. Okay. Mal kurz überlegen, wo Osten ist. Let's go. Okay. Okay, die kämpfen auch mit. 2, 4, 6. Okay, dann sind wir zu 6. Können wir es krachen lassen. Aber erstmal muss ich shoppen gehen, glaube ich. Ein paar Rezepte. Wasserschweinermehl, heiße Quelle Gegenstand. Alright, alright. Skript. Die tragischen Liebenden, das werde ich auch mal kaufen. Schönes Theaterbuch. Volle Platinrüstung. Senkt aber die Magieabwehr, aber das ist mir relativ wumpe. Mach's dann lieber so. Bei jedem fällt die Magieabwehr. Alle tragen so weiße Kleidung. Okay, na, ich lasse es erstmal so. Trage ich irgendeinen Müll mit mir rum, den ich verkaufen kann? Ach, ich trage die Eier noch. Warum trage ich Eier mit mir rum? Ah, das ist die Schuppenrüstung, die ich bekommen habe. Die ist sehr gut. Kann auch jemand anziehen. Alles klar, dann fläts dich ordentlich aufs Sofa. Ich hoffe, ich kann dir jetzt ein paar Kämpfe bieten. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen geknüppelt hier. Vielen Dank für den Lurk, viel Spaß. Magische Tropfen habe ich viel. Mal gucken, Magie. Okay. Ja, was haben wir denn noch? Schmied ist da oben. Der Runenhändler, der ist nochmal ganz interessant, dass ich da mal reinschaue. Jetzt muss ich erstmal wieder alles hoch, natürlich. Erstmal wieder ein bisschen laufen. Dann gucke ich beim Runenhändler nochmal rein, ob ich den irgendwelche Runen anlegen kann. Wenn die mich noch so weit lassen. I'm so worried about my family. Well, my rune tank will get us to the facility faster than you can say Paul's a genius.
and my rune arms will smack the bad guys into next week! Oh, thank you. That cheers me somewhat. Right. Let's get moving. Auf geht's. Sicher, Sir? Musst du nicht zu deinem Vater? Nicht jetzt. Jede Julius-Bewohner haben Priorität. Meister Sane. So. Also wie gesagt, Runenhändler und dann gucken wir mal weiter. Und dann wird hoffentlich ein bisschen geknüppelt. Ein bisschen Action. Action. Rune ändern. Oh Gott. Rune des Wassers braucht der, glaube ich, nicht. Ja, stimmt, ich habe keinen Zugriff auf mein Lager halt, ne? Das ist der Nachteil. Sie hat Rune des Windes, Rune des Wassers. Er hat Rune der Erde. Okay, okay, okay. Kann ich irgendwas Gutes kaufen an Runen? Rune des Lichts. Rune der Dunkelheit. Das ist vielleicht gegen so einen Dunkelkrieger, wäre das noch gar nicht schlecht. Wäre es gar nicht schlecht, Licht einzusetzen. Perlentaschenuhr. Vielleicht ist eine Perlentaschenuhr was zum Handeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß das alles gar nicht. Kann ich nochmal zum Schmied gehen? Vielleicht noch ein paar Waffen hochgraden und dann Abfahrt. Tigerzahn. Da geht noch ein bisschen was. Eisenarme. Machen wir auch das hoch. Fingerlinge. Das klingt sehr traurig, wenn man mit Fingerlingen kämpft. Ah, sie hat auch keine Angriffskraft weiter dadurch. Aber jetzt gibt es einen Schlagring halt, ne? Oh, das hat Geld gekostet. Eieiei. Rün. Gen Osten. So, dann bin ich gespannt, weil der andere Handlungsstrang hatte ja nicht so viel mit Klopperei gemein. Das war ja eher so... Ach, da in Osten. Oh Gott, laufe ich wieder falsch. Oh. Okay, wieder alles zurück. Kommando zurück. Abbruch. In diese Richtung. Ja, weil der erste Handlungsstrang war jetzt, ich will nicht sagen unspektakulär, weil inhaltlich war der doch ganz nett. Hat einiges wieder zutage gefördert. Ein paar Helden zutage gefördert, neue Helden. Aber da war jetzt nicht so viel Haut drauf. Da war ein Dungeon dabei, mit einem Bosskampf auch. Das war alles gut machbar. So, und dann ging es eher so weiter...
Ja, du bist halt hier in der Stadt und dann mach mal dein Rennen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. So. Ganz, naja, die müssen ja den Panzer auch am anderen Ende verstecken, ne? Das sind ganz am Arsch. Macht schon ganz, macht Sinn, dass man es macht. Ist da hinten was? In der Ecke? Scheinbar nicht. Oh, da steht der Panzer. Da steht der Panzer. Also, wenn ich den in der Schlacht nicht hätte, dann hätte ich vorhin richtig auch auf den Sack bekommen. Alright. I think we're in business. This is incredible. I'm a long way from designing runic tech on this scale. I don't know. Your arms trace the movements of your body, right? If you ask me, that kind of microtech is the real wonder. Aw, you're a sweetie. Ah, ja. It's time we departed. Konnten wir ein bisschen Respekt gegeneinander. All set here. Still, Godhaven Castle. If that's where we're headed, we're in for one wild ride. I'm sorry. I didn't know it would be so dangerous. But... We know what has to be done. And nothing will deter us from doing it. Even if it means infiltrating Aldrich's own stronghold. Right. Let's get this done. In Aldrichs Festung müssen wir so eindringen. Ach du meine Nase. Das gut geht. This is as close as I can bring her without being spotted. Remember, we're not here to storm the castle. All we have to do is sneak into the Runelens research facility where the villagers are being held. We shouldn't encounter much resistance between here and my workshop. But past that, sentries galore. Wachen bis zum Abwinken, geil. Perhaps it's best for you to stay here and leave this to us, Miss Yelu. Please, ma'am. I want to go. If I'm with you, the villagers are more likely to trust you. Das stimmt auch, ja. I should help. The first order of business is to find out what they're up to in the back of that facility. I'm guessing it ain't gonna be pretty. Second Lieutenant. Right. Sorry. You, stand by. Charmant. And make sure the rune tank is ready to go at a moment's notice. Yes, sir. All right. Let's move. Auf geht's. Uff, uff. Speichern. Oh, hab ja ewig nicht gespeichert. 24 Stunden, fast 25 Stunden jetzt drin. Könnte gut die Hälfte sein. Lass ich mich überraschen. Wenn ich natürlich noch weiter Zeit damit verbringe, Eier zu suchen, Fische zu fangen oder sonstigen Quatsch mache, dann dauert es natürlich noch länger. Na dann, auf die Monsterjagd, ja? Zweiter Lieutenant Valentine, bleibt vorsichtig. Meintest du nicht, du hättest wenig geschlafen? Was bringt dich darauf? Ich bin in Bestform. Das hier ist wichtig, Valentine. Oh, das ist ja richtig Dungeon hier, ne? Jetzt sind wir richtig im Dungeon drin. Wo es wieder schöne viele Abzweigungen gibt, die alle erforscht werden wollen. So wie diese Kiste hier. Mit einem roten Schlüssel. Na, gucken wir mal. Ob es hier Zufallkämpfe gibt? Okay, Frage beantwortet. Gibt's. Protowache, Mörderseele, Autokampf und bitte. Jawoll. Got you.
103, ja, die macht ordentlich Schaden. Erstmal schön daneben gehauen, jawohl. Aber sie haut ja richtig rein mit 137. Was ist denn da los? Huch. Huch. Ich habe ja ein bisschen Heilkraut hier. Okay, da brauche ich einen blauen Schlüssel. Und hier komme ich erst gar nicht weiter. Ich könnte da oben noch mal gucken, was für einen Schlüssel ich da brauche. Ansonsten wieder alles zurück. Let's get this over with. Auf jeden Fall den Schwertring. Der Schwertring ist geil. Schneller Schlitzer. Mächtiger Schlag braucht 3. Sie kann nur zaubern, was anderes kann sie nicht. Okay, dann so. Halt im beliebigen Zustand, versucht moderaten Schaden bei Gegnern. Fügt allen Gegnern moderaten Erdschaden zu. Eine Heldenkombo mit. Zusammen mit ihr, das ist doch gar nicht schlecht. Das sollten sie öfters mal machen, so eine Heldenkombo. Blendernebel erzeugt Blendernebel, damit großer Chance alle Gegner blendet. Die kann nur angreifen gerade. Aber sie greift ordentlich an. Ich hätte auf die Mitte zielen sollen. Ja, den spare ich mir. Normalen Angriff. Komm, Heldenkombo. Will ich mal sehen. Oh, sie stirbt fast. Kriegt gleich wieder eine ab. Mein Gott. Erstmal 100 geheilt, 87 weg. Wenn das nach hinten durchgeht, eigentlich nicht schlecht. Kriegt die wieder auf den Sack, ey. Den sie sich geheilt hat. Kriegt die Katze. So ein Scheiß. A very predictable outcome. Does this mean I'm promoted? Kann ich ja gleich noch ein Heilkraut dahinterher schmeißen. Ja, bitte. Hat die nicht so viel Verteidigung? 123 magisch. Ist nicht so dolle hier. Ivy vorne hat nur 109. Da brauche ich einen. Oh, das war sogar ein richtiger. Das war ein roter Schlüssel. Okay. Der sah irgendwie weiß aus, aber... Vielleicht liegt das auch einfach nur an meinen Augen. Das kann alles gut sein. So, was habe ich den blauen? Sane sieht auch nicht so gut aus. Machen wir eine Wiederherstellungswelle. Here goes.
Verfehlen sollst du nicht. Wenigstens ein bisschen geheilt. Angriff, Angriff. Heiltropfen. Angriff, Angriff. Oh, sie heilt schnell, gut. Sie machen guten Schaden, immerhin das. Immerhin machen sie guten Schaden. So kann ich durchgehen, alles klar. Weiß noch nicht, was mir das bringt, aber das finden wir sicherlich gleich heraus. Oh, sind da Monster drin, die mich angucken? Blickwerkrüstung, so, jetzt gucken wir mal hier nochmal richtig Rüstung. Komm mal her. Geht die Magie ein bisschen runter, aber Angriff steigt, Magie steigt. Eisenkappe bringt nichts. Gut. Ach, guck mal, sowas kann ich doch nochmal. Aber da habe ich auch nichts Hilfreiches. So. Flickwerksrüstung. Kann nur weiße Kleidung. Okay, dafür hat sich es doch halbwegs gelohnt. Gehe ich jetzt gleich hoch, oder? Da unten links war ich gar nicht drin in dem kleinen Raum, ne? Na, da muss ich natürlich mal gucken gehen. Huch. Achso, ich muss ja hier durch. Ach, bin ich doof. Bin ich doof. Jetzt muss ich da unten nochmal gucken gehen in den kleinen Raum. Hätte ich mal vorher reingehen sollen, bin ich dumm. We've got this, right? So, schwer drehen kann er nicht, dann so. Kann er auch nicht. Heldenkombo. Auf da. Die Dreierkombo würde ich auch gerne mal sehen. Leider daneben. 123 haut der mir so ein Crit rein, ey. Das ist auch frisch. Der greift da. Greift da an. Wiederherstellungswelle. Auf geht's. Schön 142. Das sind Crits, die man hier kriegt, stellenweise.
conflict resolved without incident. Naja, ohne Vorfall würde ich jetzt nicht sagen. Das war schon ein bisschen knapp, was wir da abgeliefert haben. Oh, mein Heilkraut geht schon wieder zur Neige. Jawohl. Wie sollte es auch anders sein? Ach, da komme ich nicht rein. Da sind Monster eingesperrt wahrscheinlich. So, jetzt aber hier nochmal gucken. Da ist natürlich eine Kiste mit einem Anti-Verwirrschal. Den hätte ich mal gleich mitnehmen sollen. So, jetzt aber. Geht's weiter. Jetzt einmal darüber wechseln und erkunden, was da drüben ist. We've got this, right? Oha. Andromalios ist da. Erdbrecher. Ich will mal den Erdbrecher sehen. Watch this. Da oben mit nur 18 Schaden durch magische Angriffe. Auch nicht schlecht. Oh, die sind verwirrt vorne scheinbar. Sind sie jetzt auch alle. Aber es hat wieder gekostet. Lebenspunkte. Aber geht. Oh, ich habe nicht mehr so viel Heilkraut, ne? Dann trage ich auch diese 5 Eier mit mir rum. Ich dachte, sie hat mir abgenommen. Ärgerlich alles. Okay, stimmt, hier war ich ja. Hoch muss ich. Hoch zum nächsten Speicherpunkt, so wie es aussieht, oder? Ja, jetzt gucke ich jetzt mal rechts. Wieder eine schöne Kiste. Tom Yam Kung Rezept. So. Oh, da steht irgendwas Großes drin. Strange. I thought we'd encounter more guards. Where are they? Low-ranking soldiers are forbidden from coming here, just like us engineers. Although, I always figured the place was full of, you know, high-ranking ones. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Master Sane! Over there! Oh, ich hätte speichern sollen. Oha, ich hätte speichern sollen. Gottes Willen. Oh, meine Fresse, ey. Einfach mal speichern sollen. Können auch keinen gemeinsamen Angriff machen. Ärgerlich.
Atem des Windgottes könnte vielleicht ganz gut sein hier. Watch this. Calibrated. Activating. On your feet. Da haut jemand aber ordentlich rein. Das hat ordentlich wehgetan. Man hier den Schwertregen. Geringerer Dämon. Wiederherstellungswelle. Angriff. Da ist jemand blockiert. So, mal schön heilen. Drei, cool. Brauchen alle drei. Jetzt kann er mal die Wiederherstellungswelle machen. Ah, Flächenangriff wäre cool. Kann doch auch hier den Erdbrecher auf die vordere Reihe und sie kann doch alle mal blenden. Vielleicht bringt das was. Okay, sie treffen trotzdem, auch wenn sie erblindet sind. So was hätte es in Final Fantasy nicht gegeben. So was jetzt bei Final Fantasy nicht. Gut. Das war eine ordentliche Monsterwelle. Die gar nicht mal so viel Erfahrung bringt. Okay. Okay. Was the heck with those things? Lieutenant. I know. They look just like the enemies we faced in the Rune Barrows. But how did they get here? Suspicious. Merkwürdig. Das sah aus wie der Runengolem im Hügel. Warum sollte aber hier auch einer sein? Vielleicht untersucht der Duke die Runengolems. Gerüchte habe ich darüber, aber keine gehört. Da steht ein Riesending drin. Bevor ich da reingehe, speichere ich. So. Und jetzt gucken wir mal. Okay, ich kann da gar nicht rein. Oh, Gott sei Dank. Ich will gegen dieses Riesenmonster auch nicht kämpfen. Blauer Schlüssel. Dann erforschen wir diese Seite. Kommen jetzt noch mehr solche... Ja, ein paar der Viecher kommen noch. Also Hildi muss ich mal einen Mana-Trank geben. Feel it?
Die haut aber ordentlich rein. Da bin ich echt begeistert. Oh, da ist jemand tot. Supi. Hey, die muss ich noch mit Heilen beauftragen. Okay, very predictable. Dafür kriegt ihr ganz schön hart auf den Sack, Leute. So, was habe ich denn? Gegengiftkraut habe ich auch ohne Ende. Nutze ich mal davon ein paar. Magisches Weihwasser habe ich auch noch zweimal. So, Magie. Machen wir es mal so. Hätte ich auch fast die Wiederherstellungswelle nehmen können. Dann, was kann ich noch machen? Kampfplan. Hildi. Kämpfen ohne MP zu verbrauchen. Nö, muss sie ja nicht. Angriff, magische Fähigkeit, heilen unter 30 AP, finde ich gut. Drückst einmal das Falsche, du bist komplett wieder raus. Heilen unter 30 HP. Vorsichtig kämpfen. Ach so, das ist ja die Gruppenstrategie. Kämpfen ohne MP zu verbrauchen? Das ist eigentlich Quatsch. Keine Gegenstände benutzen, Ressourcen schon. Ja, es macht doch gut eigentlich. Gut. Gucken wir mal weiter. Okay, da brauche ich wieder den roten Schlüssel, vermute ich. Wenn das Schloss nicht so rot aussieht, immer noch nicht. Also hatte ich mich nicht verguckt. Hier gibt es eine Kiste. Buchweizenmehl. Schöne Rezepte, ja. Oh, schon wieder so viele Gegner, gleich 6. Ja, Hildi, du sollst deine MP aber nicht zum Zaubern benutzen. Da werde ich wütend. Das ist ja Kacke. Dann greif normal an. Machen? Ja, machen wir hier. So machen wir es. Schade, dann geht die Kombo ein bisschen daneben.
Da sollte es nicht hingehen, aber... Einfach mal eine Wiederherstellungswelle. Wenn es noch dazu kommt. Gut, also ihr futtert schon ordentlich Schaden, Kinders, ne? Da habt ihr schon Bock drauf. Ba, 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 ba. So. Aber ich hätte ja auch ein paar mehr Heilmittel nehmen können. Mitnehmen können. Gebe ich ehrlich zu. Aber wenn man immer so ein beschränktes Inventar hat, ist das kacke. Und ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, es aufzustocken. Enemy sighted. Ready to intercept. Die setzen mir auch immer gleich 6 Stück vor die Nase. Die wollen mich wohl ein bisschen leiden sehen, habe ich das Gefühl. Der junge Mann soll leiden am Feiertag, haben sie sich gedacht. So, danke. Durch dieses wunderbare rote Schlüsselloch. Und... Das ist echt heftig, die Gegner. Kurbelwelle, die brauchen wir. Dann kannst du oben weitergehen. Let's get this over with. Okay, die sind zu dritt. Und eine Schatztruhe ist dabei. Nee, er greift mal an. Nochmal Schatztruhe auf. Greifen alle den... Oh, der ist gestunt. Wunderbar. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich bekommen habe. Das ist immer echt schwierig zu erkennen. Ich meine, das ist rechts oben. Das ist eh durch meine Kamera verdeckt, was man bekommt. So machen wir das. Ein bisschen aufteilen. Zwei Mann Crit reingehauen. Das Ding steht immer noch. Steht immer noch. Das hat so viel auf den Sack bekommen. Da dürfte gar nichts mehr stehen. Der Herstellungswelle. Feel it? 149, die haut Kritz raus, das ist unglaublich. Da bin ich echt begeistert. Feet, 79, aber sie kassiert auch einen Crit.
Jawohl. I never had any doubt. I never stop impressing myself. Das hat jetzt ordentlich Erfahrungspunkte gebracht, verstehe ich nicht. Die anderen davor haben nicht so viel gebracht. Vielleicht, weil dieser komische Dämon mit dabei war? I don't know. Wieso, weshalb, warum, woran es lag? Ach, da rechts war die Kurbelwelle. Ah, okay. Weiter geht's in diesem Dungeon. Es sieht nach Bosskampf aus. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.